Atari. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Projekt. Wir sind wieder zu Xbox zurückgekehrt mit dem Spiel Racing Evolutionen von Milestone. Vertrieben unter Atari, glaube ich. Ja. Ich habe das Spiel übrigens noch überhaupt nie gespielt. Ich habe also keine Ahnung, auf was ich hier einstellen muss. Wir werden es ja sehen. So, zuerst mal eine Spieleinstellung schauen. Standard, Station 1, Streckenkarte 1, 2 Dienstag, Motorbauten nahe Boden, letzte. Nehmen wir das mal, Bahnfahrt. Gut, sagen wir. Soundeinstellungen. Einfach mal so. Schalter-Einstellungen. Beschleunigen. Schalter rechts. Kann man machen, wenn man will, aber dann kann ich nicht schalten. Deshalb mache ich das nicht. Ist so ein bisschen blöd eingerichtet, wenn man nur eine Schultertaste hat. So kann ich nicht schalten. Vorschalten nehme ich die R-Taste, zurückschalten die L-Taste. Hm.
R nach oben, bremsen, R nach unten. Handbremse mit B. Das ist, glaube ich, gut so. Kann man einfach mit der schwarzen Taste drücken, sich mit der. Ja, das sollte schon irgendwie gehen. Zurück und in den Dream-Modus gehen. Ich glaube, das ist nämlich der Karrieremodus hier. Entwickeln Sie Ihre eigene Automarke und hier ein Spieler oder Rennen mit geteilten Bildschirmen. Dann schauen wir mal, was uns dieser Modus bereithält. Wie gesagt, habe ich selber noch nie gespielt, das Spiel nicht mal angetestet. Von daher wird das ganz Neues sein für mich. Hier ist es dunkel. Und staubig. Ich schaue mich mal um, ob hier was Nützliches rumliegt oder ob wir alles einfach wegwerfen können. Ah. Ah. Was ist das denn? Hey, halt! Warte mal! Das sind ja... Wow! Wow! Mann, oh Mann! Hey! Das sind ja echte Entwürfe für Konzeptwagen. Lass mich mal sehen. Ja! Tatsächlich, ich kann das für unseren ersten Wagen gebrauchen. Schau mal selber und sag mir, welches Modell dir gefällt. Ja, gut, jetzt haben wir ein paar Pläne. Offenbar. Und müssen jetzt auswählen, was am besten zu uns passt. Atlas, Roadster Zellion oder Roadster Swagon Nerf. Alle haben Heckantrieb. Dieses Auto hat gute Endgeschwindigkeiten, nicht so gute Beschleunigung. Bei dem ist es schlechte Geschwindigkeit, schlechte Beschleunigung, aber dafür gute Bremsen. Und bei diesem hier gute Beschleunigung, aber schlechte Endgeschwindigkeit. Ich nehme mal den Zellion. Ausgezeichnete Wahl! Ich hätte an deiner Stelle den gleichen gewählt. Okay, Während ich mir das Konzept genauer ansehe, versuchst du schon mal einen Markennamen und ein Logo für die Firma zu finden. Ja. Markenname. Ich habe mir jetzt nie Gedanken darüber gemacht, wie ich ein Auto nennen. Eine Automarke nennen könnte. Ja, wie könnte ich die denn wählen? Schwierig zu sagen. Nehme ich halt einfach den Nachnamen. So wie es Ferrari, Lamborghini und einige andere auch schon getan haben. Nehmen wir einfach das hier. Massafra. Dieses Logo würde eigentlich gerade ganz gut passen. Obwohl, die sind alle mit einem M drin. Yeah.
Schwer zu sagen, welches Logo ich nehmen sollte. Es passen viele. Viele sehen sehr gut aus. Ich nehme das hier. Ja, der Name klingt gut und ich kann es kaum abwarten, das Logo auf einem Auto zu sehen. Ich werde sofort anfangen mit der Arbeit und melde mich, wenn ich fertig bin. 6 Monate später. Ich bin mit unserem ersten Wagen fertig und wir können an ein paar Prototypenrennen teilnehmen. Ich habe ein bisschen aufgeräumt für dich, damit du dir alles genau anschauen kannst. Ich habe das hier als Aktenschrank gekauft und ich weiß auch nicht, aber angeblich kann man von hier die Spieloption einstellen und Spiele speichern und laden. Wirklich seltsam. Ich meine, die sehen aus wie normale Regale. Bitte sehr, hier ist der Wagen. Es war ein echtes Vergnügen, ihn zu bauen. Du kannst ihn dir jetzt aus nächster Nähe anschauen oder ihn auf dem Parkplatzgelände um die Ecke ausprobieren. Hier ist der Kalender mit den Rennwettkämpfen. Zeig mir einfach, an welchen Rennen du teilnehmen willst und ich leite alles in die Wege. Hey, du bist echt ein guter Freund. Bist echt ein netter Kerl. Gut. Dann schauen wir zuerst hier mal nach. Spieleinstellungen, Kontrolleinstellungen, Soundeinstellungen, Spielladen. Nichts von Speichern. Tut es wahrscheinlich automatisch. So. Wagen ansehen. Der Einstellung des Wagens. Ändern die Karosseriefarbe. Da gibt es doch eine gute Auswahl. Ich nehme mal rot, so wie das Vorbild Ferrari. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ein schöner Wagen. Einstellungen ändern, Fahrstil normal. Ja, ich lasse doch normal. Dann möchte ich ihn zuerst mal ausprobieren. Zuerst mal ein Shakedown. So, und jetzt hoffe ich, dass die Stimme laut genug ist. Ja, das habe ich noch nicht eingestellt. Da höre ich zuerst mal rein. Oh, Automatik. Oh je. Jetzt habe ich mich nicht konzentriert. Mich selber schalten. Naja. Kann man sich noch so ändern? Nö. Vielleicht muss ich in der Option nochmal nachschauen.
seinen Partner zum Test. Pass auf. Nicht schlecht. So eine Runde noch. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt muss ich aber irgendwo noch auf manuell einstellen.